Servette, meine Freunde, da sind wir wieder. Im letzten Part haben wir Dinge getan, explosive Dinge, Dinge, die ich nicht verstanden habe, aber in erster Linie Dinge. Und heute werden wir ebenfalls Dinge tun. Ich weiß, es ist so inhaltsreich gerade. Wir haben in der letzten Folge sehr viel, oder allgemein in den letzten Folgen, sehr viel Progress betrieben, also die Story vorangetrieben. Wir wollen das Spiel natürlich genießen und deshalb gucken wir heute mal, ob wir hier ein paar Garnisonen befreien. Denn auch diese kleinen Nebenaufgaben sollten nicht vernachlässigt werden. Also gucken wir mal, was so ansteht. Zeige neue Mission an. Keinen Gegner übrig lassen. Aber sicher. Hey, ich wollte eigentlich gerade in das Gebiet da drüben. Okay. Dann gehen wir halt hier rein. Nachdem die sich verpisst haben. Okay, here we go. Dann machen wir uns halt erstmal hier rein. Wo sind wir hier? Okay, da ist ein Scharfschütze, da ist ein Typ. Ja, da sind noch mehr Leute. Ein Leut. Die Frage ist, was machen wir jetzt hier am besten? Ich bin mitten im Lager und habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich meine, okay, ich soll die Leute ausschalten. So, weit, so. Gut. Aber, wie stelle ich das am besten an? Kann man hier rauf? Ist hier eine Leiter, die nach oben geht? Oh, Junge. Aber die führt aus dem Lager raus. Nicht wahr? Beste Verteidigungseinrichtung. Baut erstmal einen Tunnel, der reinführt. Einen Tunnel, der reinführt. Say what? Warum bewegen die sich jetzt? Hallo. Deshalb. Boah, das missfällt mir hart. Nö. Ich glaube, ich habe die Lösung für das Problem hier gefunden. Ich werde einfach nur die ganze Zeit hier unten sein und warten, bis die Leute vereinzelt runterkommen und sich töten. Oh, wie schön, man kann hier runtergehen. Das fällt mir. Ah, ich bin blöd. Tja, mal gucken, ob mir das mehr Glück bringt. Was ist da oben? Da oben ist ein Scharfschütze wie immer. Was ist denn, wenn ich den mal ausschalte? Das hat mich gerade sehr gefreut. Heilige Seite. Ich habe einen Pfeil im Popo. Was in aller Welt tun die da gerade? Das missfällt mir. Ja, warum? Was ist hier los? Ich schwärme hier richtig aus, als wäre irgendwas passiert, aber hier ist doch alles okay. Ich habe da nichts getan. Hallo? Okay. Was passiert da? Ja gut, Wildkatze, dann räum mal für mich auf. Danke, ja, geh. Ja gut, dann kann ich mich jetzt nicht nur mit Feinden rumschlagen, sondern auch noch mit einer Wildkatze. Nice. Super nice.
Ist das der letzte? Ich weiß es nicht. Da ist auch noch einer, okay. Warum? Hat das jetzt gezählt? Da ist ja noch einer. Achso, der andere war Patrouille, okay. Ist der jetzt weg? Ja gut. Ich habe ihn mit meiner Coolness weggeportet. Mhm. Das ging besser als erwartet. Dann machen wir uns direkt auf zum nächsten Punkt. Ja, nice. Das läuft ja hervorragend. Hi. Ich habe leider keine Zeit. Wir sehen uns wann anders. Weil die Garnison hier am Wasser ist. Und wenn sich mir die Möglichkeit bietet, das Ding vom Wasser aus zu flankieren, dann ist das doch mal eine ganz interessante Angelegenheit. Gut. Nächste Mission. Scanne. Neue Mission lokalisiert. Keinen Gegner übrig lassen. Aber sicher. Vom Wasser aus flankieren. Ja, ich war zumindest... Ich habe das Wasser mal berührt. Schon sagen, sind die da, um mich zu triezen? Wie ich hier einfach ahnungslos rumlaufe. Ist das deren Ernst? Danke. Dann mache ich mich halt wieder auf den Weg, okay. Uncool. Das ist kein Wasser, das ist... Götterspeise. Okay, es ist wohl Wasser. Da schwimmt man einmal so ein bisschen durchs Wasser, ne? Und schon sieht man da irgendeine komische Strandparty. Ah, oh, komm schon. In ihm steht. Müsst ihr den Drachen auf uns wütend machen? Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, ich hasse euch alle, ne? Neue Mission empfangen. Zeige jetzt an. Alle Gegner eliminieren. Bin dran. Eine glatte 9,5. Aber 9,5 ist nicht glatt. Schweige denn gerade. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Der einzige Grund, warum ich den Teil hier schlechter finde als Far Cry 3, also das Vanilla Far Cry 3, ist der, dass man kein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer hat. Sonst wäre der Typ da kein Problem. Oder der da. Vor allem, wie unnatürlich fliegt der bitte im... Es sind zwei? Spiel, was willst du von mir? Siesta. Tja, lautlos ist relativ. Nie wieder Migräne, Mann. Baby! Haha, wie schön! Ich liebe das manchmal, ne? Das war natürlich pures Können. Kuckuck. Sorry.
Dem habe ich jetzt extra in die Brust geschossen, weil ich da keinen Schuss daneben machen wollte. Wehe, jemand bemerkt dich. Ich hasse dich. Nie wieder Migräne, Mann. Das ist so ein Cyborg, ne? Der hat so einen Arm aus Metall und kann ihn trotzdem nicht 10 Sekunden stillhalten. Wer nicht hören will. Genau das meinte ich. Ich hasse die Hitbox von Stein oder sowas, ne? Kann ich die nicht allein durch meine Blicke töten? So, stirr! 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 Okay, nein, das klappt nicht. Kann ich sie mittels dieser Blicke töten? Ja, das geht. Ruf den Sunny, dann kann ich den auch töten. Ich hole mir Freunde, bemerke ich gerade. Die waren aber nicht von da unten. Oder? Lass mich in Ruhe! Das war schön laut. Oh Mann! Warum? Bah, davon bekomme ich Schleuse. Okay. Ich fand einen Versuch war es wert. Wenn ich mich dahin rutschen lasse, ne? Wäre ich dann hinter dem? Ja, ne? Der würde mich natürlich sehen, wenn ich auf ihn zurutsche. Das heißt, das wäre keine Option. Erstmal heile ich mich noch ein bisschen. Dabei kann ich besser nachdenken. Wiedersehen. Kopfschuss, aber nicht lautlos. Bei der Arbeit sterben, na sowas. Ich geh da mal runter. Ich versuche mal durch die Tür da vorne reinzugehen, weil ich glaube, da oben hätte ich jetzt Besuch bekommen. Oh ja, hätte ich sogar. Vor allem richtig intelligent. Ich hätte nicht erwartet, dass die Gegner das bis nach da oben schaffen. Penisnase. Die sind hier dick auf Patrouille. Okay. Das gefällt mir hier nicht.
Boah, Junge, bin ich gerade angespannt, ne? Ich höre noch einen, aber ich sehe ihn nicht. Das macht mir am meisten Angst. Folge dem Pfeil. Das war der, den ich meinte. Ich glaube, es sind nur noch die drei. Die Frage ist, was heißt natürlich nur noch die drei, ne? Wen höre ich hier noch? Ist der nicht mehr markiert? Nein, es ist nur ein anderer gewesen. Boah, Junge! Ich will das hier nicht mehr. Vielleicht hat das hier mehr Kraft. Ich hab meine Ladung verschlossen. Baby! Ich habe mich damit zwar selber beinahe getötet, aber hat sich gelohnt. Machen wir nochmal eine Geiselnahme jetzt gegen Ende und dann reicht das für heute. Oder ist das, ach, das ist keine Geiselnahme, okay. Ein Offizier der Omega Force hat ständig Unfälle, die Cyborg... Was? Die Cyborg... Versicherung will, dass er stirbt, damit sie nicht dauernd zahlen müssen. Okay. Ein Halbautomatik-Upgrade für Scharfschützengewehre. Das klingt doch definitiv toll. Ernsthaft? Das ist kein gutes Zeichen. Mein Gott, ich werde hier noch mal knapp. Ihr schafft das schon ohne mich. Wen soll ich töten? Finde und töte den Elite Omega, der mit... Achso, töte ihn mit der Pistole, okay. Aber die werden einem doch normalerweise dann angezeigt, oder nicht? Warte, machen wir mal einfach mal ein kleines Experiment. Okay, ich habe ihn scheinbar getötet. Ach, da war der junge Mann. Aber ich muss ja nicht alle mit der Pistole töten. So würde ich sagen. Kümmern wir uns erstmal so um die anderen. Ich glaube, ich werde wieder zu leise. Sorry. Was ist denn nur gerade passiert? Stirb, danke. Tja. Springende Punkt ist jetzt der. Da läuft der Soldat rum und da ist der, den ich töten soll. Und der ist böse und der auch, aber der macht mir mehr Sorgen. Kann der sich für eine Richtung entscheiden?
Das erklärt sich von selbst. BOOM! Oh Mann, hätte der jetzt nicht sterben können, das wäre so schick gewesen. Genau das meine ich. Hi meine Freunde, alles fit? Schon wieder ein Levelaufstieg, wie oft steigt man in dem Spiel Level auf, ne? Tja. Ich sammle mal ein paar Pfeile ein und währenddessen verabschiede ich mich. Es war ein schöner Part. Hat mir gefallen. Wenn er euch auch gefallen hat, gebt ihm eine positive Bewertung. Ich will euch übrigens nicht beeinflussen, indem ich das sage. Es ist nur so, es hat mir gefallen. Was passiert jetzt schon wieder? Jedenfalls, wenn er euch auch gefallen hat, gebt ihm eine positive Bewertung. Wenn er euch nicht gefallen hat, gebt ihm keine positive Bewertung, sondern eine negative und sagt mir, was ich besser machen kann. Ach, da ist schon wieder ein Übergriff. Wie viele sind hier bitte? Wobei, warte. Das mache ich chilliger. Guck dir das an! Ist das sein Ernst? Lass mich doch alle in Ruhe. Oh, Leute, ich wollte den Part beenden. Seid doch alle mal ruhig jetzt hier. Scheinbar schon. Jedenfalls, schaut doch nächstes Mal wieder rein. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns, wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao. Ihr dachtet, ich würde jetzt irgendwas Lustiges machen, aber nein, das mache ich nicht.